Viele Leute brüsten sich leicht mit dem Titel des Philosophen. Ich habe nichts dagegen, aber ich denke nicht, dass es etwas Besonderes ist, heute ein Philosoph zu sein. Eigentlich hat Pythagoras alles verschlungen. Er war wie alle vorherigen ihm ähnlich, Sophos, der Weise. Aber er hat sich genügsam Philosophos, der Liebende der Weisheit, tituliert. Pythagoras war ein Vorseher. Was würde sein im Falle, dass alle heutigen Philosophen sich wie Sophen einstufen würden? Tatsächlich ist es so. Der Weise ist Ex-Philosoph, weil er die Antworten gefunden hat. Und der Philosoph ist noch nicht der Weise, weil er die Antworten noch sucht. Beziehungsweise die Weisheit ist nicht mehr Philosophie, weil die Weisheit die Ruhe ist. Und die Philosophie ist noch nicht die Weisheit, weil die Philosophie der Krampf ist. Gleich ob der Krampf die Suche oder die Begeisterung vor dem Ziel heißt. Der Philosoph denkt. Aber die Menge aller Gedanken ist nur das, die Menge aller Gedanken. Die Kenntnis aller Gedanken ist nur das, die Kenntnis aller Gedanken. Der umfassendste Gedanke ist nur das, die größte Fähigkeit einzusehen. Der annehmbarste Gedanke ist nur das, das annehmbarste Einsehen der Sachverhalte. Der wahrhaftige Gedanke ist nur das, die beste Anwendung der Logik. Der Weise denkt nicht mehr, denn entweder hat er die Antworten und er muss nicht mehr denken, oder er weiß, auf welche Fragen keine Antworten zu haben sind, und er quält sich nicht. Nun aber sind nicht alle, die nichts denken, automatisch weise. Sie müssen zuerst Philosophen sein.